Okay, heute beschäftigen wir uns mit Taxigeometrie und ich habe mal so eine kleine Story an Anfang mitgebracht, um das Problem aufzureißen. Und zwar, hat neulich mal ein Mathematikkongress in Mannheim stattgefunden. Ja, okay, das ist jetzt eine Fantasiestory, also die hat nicht wirklich stattgefunden. Mathematikkongress in Mannheim und da ist ein Mathematiker von weit angereist. Jetzt zwar nicht aus Luxemburg, sondern noch viel weiter, ja. Der kam aus Griechenland. So, Mathematiker, so typisch Mathematiker mit Bart, ne, und so ein bisschen nachdenklich. Okay. Der ist zu dem Mathematikerkongress nach Mannheim gereist und na, was macht man sozusagen, wenn man ankommt in Mannheim? Man will erstmal ins Hotel. Ja, man steht also am Bahnhof und will ins Hotel. Und wenn man sich nicht auskennt in einem fremden Land, ist die einfachste Variante, ein Taxi zu nehmen. So, am Bahnhof stehen auch jede Menge Taxen rum. Ne? Kann man sich eins greifen. In der Regel muss man in dasjenige gehen, das ganz vorne steht. Und das macht der Mathematiker auch. Ja, der geht also jetzt vorne zu demjenigen, der da vorne sitzt. Und es ist irgendwie so ein seltsamer Taxifahrer. Und wenn man sich, also komische Mannheimer, ja, sieht irgendwie so aus wie ein, naja, Akademiker, der eben keinen Job gekriegt hat, ja. Okay, aber er fährt Taxi, ja, also das ist eben, ja gut, das Schicksal vieler Mathematiker, ja. Okay, vielleicht auch Mathematiker, kann ich gleich verraten, ja. Okay, also der Mathematiker-Taxifahrer, ja, da rechts, der sitzt im Taxi und fragt also, wo es hingeht, und der Mathematiker, der linke Mathematiker, der sagt, ja, ich will ins Hotel, und weil der Mathematiker, der jetzt in sein Hotel will, auch gleich immer als Mathematiker abcheckt, dass er nicht über das Ohr gehauen wird im fremden Land. Ne, da will man ja nicht zu viel zahlen fürs Taxi und so. Und die Taxifahrer, die fahren ja vielleicht auch mal irgendwie einen kleinen Umweg, um ein bisschen mehr zu verdienen. Also um all diesem aus dem Weg zu gehen, hat er schon mal im Kopf überschlagen, wie viel es etwa kosten müsste. Okay? So. Und was kriegt er raus? 12 € müsste es ungefähr kosten. Also das behält er so für sich. Und jetzt fahren die also mit dem Taxi zum Hotel. Und am Hotel angekommen, sagt der Taxifahrer, 20 €. Sagt der Mathematiker, nee, ne? Ich habe das überschlagen. Es kann höchstens 12 € kosten. Vielleicht 13 oder so, ne? Aber eigentlich nicht mehr als 12. Und sagt der andere, nee, ist schon richtig so. Ich fahre keine Umwege und so, ne? Das verbietet mir meine Berufsehre, sondern ich bin den kürzesten Weg gefahren und es hat 20 €, kostet 20 €, ja? Kürzer geht nicht. Und dann sagt der linke Mathematiker, nee, Moment, also ich zeichne es Ihnen mal auf. Ja? Jetzt nimmt er hier so ein Blatt Papier und sagt, also passen Sie auf, hier haben wir die oder Konferenz, Bahnhof, egal wo, ne? Und ich will zum Hotel, so, okay, und wenn ich von A nach B will, dann ist der kürzeste Weg, weiß man, ja, die Strecke zwischen diesen beiden Punkten, also die Strecke, die beide Punkte verbindet. Und die Länge dieser Strecke ist die Länge des kürzesten Wegs. Ja? Also bitte, wenn Sie schon hier fahren, dann diesen Weg. Ja? Und der kostet 12 €. Na gut, jetzt kommt der Taxifahrer und sagt, ja, es tut mir leid, ja. Ich meine, ich kann Sie verstehen, Sie sind ortsunkundig, okay. Aber wenn ich jetzt von A nach B will, dann kann ich den Weg, den Sie vorgeschlagen haben, gar nicht fahren. Ja, sondern ich zeige Ihnen mal, wie ich gefahren bin. Ich bin so gefahren hier. Ja? Warum? Naja, ich kenne den Stadtplan von Mannheim. Und ich kann leider nicht durch Häuser durchfahren. Das heißt, ich muss die Straßen entlang fahren. Und jetzt hier die Innenstadt von Mannheim, die sieht so schön systematisch aus, ne? Also man kann, sie sind zwar kleine Rechtecke, aber man kann sich mal vorstellen, dass es kleine Quadrate sind. Okay? Das heißt, die Straßen sind so relativ rechteckig, quadratisch angeordnet. Und naja, ich muss die Straßen lang fahren und dieser Weg kostet halt 20 €. Und jetzt sind wir mittendrin in einer anderen Geometrie, in der andere Abstandsmaße gelten. Der Abstand zweier Punkte, so wie ihn der Mathematiker gefasst hat, ja, als Länge der Strecke die beiden Punkte verbindet, dieser Abstand oder dieses Abstandsmaß gilt hier nicht, sondern hier gilt ein Abstandsmaß, das die Länge des kürzesten Wegs letztlich
bestimmt über die Länge der Strecke entlang der Straßen. So. Und diese Geometrie, die bezeichnen wir jetzt mal als Taxigeometrie, ne, weil das halt ein Taxi ist, das da lang fährt. Nebenbei bemerkt, manchmal wird die auch als Manhattan-Geometrie oder der Abstand als Manhattan-Abstand bezeichnet, einfach weil in Manhattan sieht so ähnlich aus wie in Mannheim. Ja? Und an der Stelle kann man sich fragen, Man oder Manhattan, Mannheim, ja, ob das in Manila vielleicht auch so aussieht. Okay. So, Taxigeometrie funktioniert folgendermaßen. Sie haben hier jetzt so ein Gitternetz von Straßen, ne? Und diese die Linien, die Sie hier sehen, die gehen eigentlich unendlich weiter. Das heißt, es sind Geraden und die kann man bezeichnen als Taxigeraden. Okay? Und es gibt Taxigeraden, die jetzt in zwei verschiedenen Richtungen verlaufen, wenn Sie so wollen. Und die Taxigeraden, die kreuzen sich dementsprechend auch. Und das sind dann die Kreuzungen der Straßen. Und die Kreuzungen werden als Taxipunkte bezeichnet. Und damit haben wir die zwei wesentlichen Komponenten, die man braucht, um eine Geometrie zu begründen. Nämlich Geraden und Punkte. Okay, Geraden und Punkte sind die wesentlichen Komponenten einer Geometrie. So. Und jetzt kann man mal überlegen, was bedeutet es, einen Abstand zwischen zwei Taxipunkten zu bestimmen. Also, wir haben gerade gesehen, der Abstand zwischen zwei Taxipunkten, das geht nicht so, dass man hier die Strecke, die verbindende Strecke einzeichnet, sondern man muss entlang der Taxigeraden sich bewegen. Jetzt kann man gucken, wie kann ich jetzt hier von Punkt A zu Punkt B kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich fahre hier 3 nach links, da 4 nach oben und 1 nach rechts. Die Länge dieses Weges beträgt 8. 8 Einheiten, 8 Blöcke oder sowas, ja. So, was sagen Sie zu dem Weg? Ja? Ist nicht der kürzeste, ne? Genau. Das heißt, geht kürzer. Wie könnte man zum Beispiel kürzer fahren? So. Jetzt habe ich eine Weglänge 6. Geht es noch kürzer? Nee. Okay, geht nicht kürzer, ne? Ich muss auf jeden Fall 2 nach links und 4 nach oben, egal wie. Vielleicht gibt es noch eine andere Variante, wie ich die Länge 6 fahren kann, so beispielsweise. Ja? Oder um eine andere einzuzeichnen, ich könnte auch so fahren. Oder so. Oder so. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und alle haben die Länge 6. So, das heißt, es gibt unendlich viele Wege von A nach B. Es gibt unendlich viele Wege von A nach B. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Wegen, die am kürzesten sind. Und die Länge der kürzesten Wege, die bezeichnen wir als Taxiabstand. Okay, also wir haben Taxigeraden, wir haben Taxipunkte. Und die Länge des kürzesten Weges zwischen zwei Taxipunkten entlang der Taxigeraden heißt Taxiabstand. Also die beiden Punkte hier haben jetzt einen Taxiabstand von 6. Okay. Ja, der Taxiabstand der beiden Punkte beträgt 6, weil die Länge des kürzesten Weges zwischen diesen beiden Taxipunkten entlang der Taxigeraden die Länge 6 hat. Jetzt gibt es hier verschiedene Aufgaben, die wir mal gemeinsam lösen können. Ja? Also ich habe hier wieder zwei Punkte A und B. Jetzt können wir mal gucken, wie groß ist denn der Taxiabstand zwischen A und B. Wer sieht's? Ja? 8. 8 Einheiten, 8 Längeneinheiten, genau. Wie haben Sie gedacht, wie sind Sie gefahren? Ach, Sie sind von B losgefahren. Okay. Ja. Hm? Ja, ja, kann man machen, ne? Wir fahren hier so und dann so. Okay. Andere Wege, die auch die Länge 8 haben? Ja? Mhm. So. Genau. Andere Möglichkeit, noch eine?
Welche Möglichkeit gibt es noch mit 8? Ja? Im Zickzack. Also ich fahre jetzt irgendwie im Zickzack, oder? Ja, genau. Also ich kann irgendwie Zickzack fahren. Ich muss nur aufpassen, nicht über die 3 rauszukommen hier und da nicht über die 5. Also ich muss mich innerhalb dieses Rechtecks bewegen. Ne? So kann ich auch fahren, so. Sobald ich hier rauskomme, fahre ich einen Umweg. Also Umwege fahren wir nicht, sondern wir fahren immer nur den direkten Weg oder den kürzesten Weg. Und hier, ich muss letztlich innerhalb dieses Rechtecks bleiben. Okay, das sind alles mögliche Wege der Länge 8. Das heißt, der Taxiabstand dieser beiden Punkte beträgt 8. So, jetzt Aufgabe B. Geben Sie alle Taxipunkte an, die zu A den Taxiabstand 3 haben. Welche müsste ich hier markieren? Ja? Ja, genau. Also, sagen Sie mal ein paar Punkte, die ich markieren muss. 3 nach links von A, also hier wäre einer, ne? Ja, definitiv ein Abstand 3. Okay. So, 3 nach oben, 3 nach unten, okay. So, die dazwischen, genau, also, zum Beispiel der hier, genau, da fahre ich 1 nach rechts und 2 nach oben, ne? Also das hier ist definitiv ein Punkt, der den Abstand 3 hat. Oder ich fahre 2 nach rechts und 1 nach oben. Und ich fahre 2 nach rechts, 1 nach unten, so, man stellt jetzt fest, okay, ich kann diese Punkte alle markieren. 1 nach links, 2 nach unten, auch 3. Oder 2 nach links, 1 nach unten. So. Okay. Gibt es noch weitere Punkte, die den Taxiabstand 3 haben von A? Ja? Welchen? Nämlich zum Beispiel? Der hier, ich markiere den mal, 1 nach unten, 1 nach links, 1 nach oben. Der hat auch den Taxiabstand 3? Ja? Genau. Ah ja, genau. Der Punkt, den ich gerade eingezeichnet habe, der hat den Taxiabstand 1 von A. Okay. Das heißt, man muss aufpassen, dass man keinen Umweg fährt. So. Okay. Den Punkt müssen wir wieder wegnehmen. Kann ich das denn hier wieder wegmachen? Na, okay. Weiß nicht so genau, also ich wisch mal so, der war nicht da, ne? So, okay. Okay, jetzt haben wir hier die Punkte, die alle den Taxiabstand 3 haben. Und Sie können sich vorstellen, man kann die Geometrie auch so verstehen, dass man jetzt nicht nur diese Straßen hat, sondern dass man auch beliebig viele unendlich viele Straßen dazwischen hat. Ja, also dass man letztlich vom Diskreten zum Kontinuierlichen übergeht und dann könnte man sich auch vorstellen, dass man die Punkte verbindet. Ja, also ich gehe 0,5 nach rechts und 2,5 nach unten zum Beispiel. Oder ich gehe 0,1 nach rechts und 2,9 nach oben oder so. Ja? So, das wäre auch denkbar. Also wenn man sich jetzt beliebig viele Straßen, unendlich viele Straßen zwischen zwei Straßen denkt, letztlich von N nach R übergeht, wenn man so will, dann kann man das auch so einzeichnen. Okay. Jetzt kommt die spannende Frage. Wie könnten wir das Ding denn nennen? Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie man das nennen könnte? Diese Punktmenge, die ich gerade eingezeichnet habe. Das ist die Menge aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt A denselben Abstand haben. An der Stelle ist es ganz gut, wir gehen mal in die Geometrie zurück, die wir kennen. Ja, wir gehen mal in unsere Geometrie. Angenommen, ich habe so einen Punkt hier, den nenne ich mal M. Okay, ja, sagen Sie mal. Genau, Taxikreis. Das ist ein Kreis. Ja?
Naja, okay, man darf nur Nord, Süd, Ost, West gehen, es ist kein Kreis. Sieht nicht aus wie ein Kreis, ne? Nö, es ist ja auch kein Kreis. Es ist ein Taxikreis. Gehen wir mal in die Geometrie, die wir kennen. Ich habe hier mal einen Punkt eingezeichnet. Wo liegen alle Punkte, die von diesem eingezeichneten Punkt M denselben Abstand haben? Beispielsweise ein Abstand 3. Was muss ich dazu machen? Ja, ich ziehe einen Kreis drumherum. Ne? Also wenn ich jetzt hier einen Punkt habe und ich will alle Punkte, die den Abstand irgendwas haben, Abstand R haben, ja, dann ziehe ich hier einen Kreis drumherum. Naja, okay. Sie wissen schon, soll ein Kreis sein. Ne? Also hier ist eigentlich M. So. Alle Punkte, die denselben Abstand zu einem gegebenen Punkt haben, diese Punktmenge heißt Kreis. Genauso ist das jetzt hier in der Taxigeometrie die Menge all derjenigen Punkte, die denselben Abstand von A haben. Also können wir diese Punktmenge doch Taxikreis nennen, auch wenn es nicht so aussieht wie ein Kreis, den wir kennen. Wir nennen die einfach so, ja? Und das ist, ja, das ist letztlich eine mathematische Vorgehensweise, sich auch zu lösen von der Anschauung, von dem, was man kennt als Anschauung, und eine Definition abstrakt, in abstrakter Art und Weise vorzunehmen, auch wenn es der Anschauung nicht entspricht. Ja? Also wenn man in der herkömmlichen Geometrie sagt, die Menge aller Punkte, die denselben Abstand haben, zu einem gegebenen Punkt heißen Kreis, und wenn ich das jetzt aus unserer herkömmlichen Geometrie übertrage auf jede beliebige andere Geometrie, in der andere Abstandsmaße herrschen, dann könnte man auch das hier als Kreis bezeichnen, ne? Weil all die Punkte haben denselben Abstand von einem gegebenen Punkt. So. Es hängt also extrem davon ab, welches Abstandsmaß ich habe, sodass ich letztlich in Abhängigkeit von dem Abstandsmaß die Begrifflichkeiten der Taxigeometrie neu definieren kann, die ich auch aus der herkömmlichen Geometrie, wie wir sie kennen, bereits kenne. So. Gucken wir mal die nächste Aufgabe an. Also das hier ist der Taxikreis. Okay? So. Aufgabe C. Angenommen, wir haben jetzt hier zwei Wohnungen von Anna und Bertha. Okay? Und die wollen alle die beiden wollen zu einer Taxi oder die beiden sind in der Stadtplanung tätig und die wollen jetzt zwischen ihren beiden Wohnungen eine Haltestelle hinlegen, die gleich weit weg entfernt ist von ihren beiden Wohnungen. Ja? Damit keine von beiden länger laufen muss als die andere. So. Welche Taxipunkte kommen dafür in Frage? Wir haben vorhin festgestellt, die beiden Wohnungen sind 8 Taxieinheiten auseinander. Also welche könnte man beispielsweise... Ja? Ja, sagen Sie mal, wie könnte ich zum Beispiel laufen von A aus? 4 in Richtung B. Ja? Also sagen Sie mal ein Beispiel. Diktieren Sie mal, wie soll ich laufen? 2 zur Seite, 2 nach unten. Okay. Dieser Punkt ist 4 entfernt von A und 4 Einheiten entfernt von B. Okay. Noch ein Punkt. Wie soll ich laufen? Diktieren Sie mal. Vier nach rechts. Ah ja, 1, 2, 3, 4. Also hier wäre einer. Der ist 4 von A entfernt und 4 von B. Noch welche? Die Diagonale, die entsteht. Genau, 3 nach rechts, 1 nach unten. 1 nach rechts, 3 nach unten. So, ne? Ist nicht wirklich eine Diagonale von dem Rechteck, das wir eigentlich betrachtet hatten, aber so schräg dazwischen, ne? Okay. Gibt es noch weitere Punkte, die gleich weit entfernt sind von A und B? Ja? Nach oben und nach unten weggehen. Von diesem Punkt aus hier? Oder von welchem Punkt aus? Da nach oben? Ah, gucken wir mal. Also Sie behaupten jetzt, dieser Punkt hier, der wird auch dazugehören, ne? Ah ja, genau, da ist 5 von A weg, 1, 2, 3, 4, 5 und von B 1, 2, 3, 4, 5. Okay.
ist ja gar nicht gefordert, dass die Gesamtlänge 8 ergibt. Es wurde ja, war ja nur gefordert, dass die Punkte, also die Punkte, die wir suchen, gleich weit weg sind von A und B. Und dieser Punkt hier ist auch gleich weit weg von A und B, nämlich beides mal 5. So, und jetzt sagen Sie auch noch weiter nach oben, ne? Also der hier auch noch, der ist nämlich 6 weit weg. Es kommt zudem gerade 1 dazu, ne? Und sowohl zu diesem Weg als auch zu diesem Weg kommt jetzt 1 dazu. Das heißt, dieser Punkt ist 6 weit weg von A und B. Und dieser ist 7 weit weg. Und dieser ist 8 weit weg. Und dieser ist 9 Einheiten weit weg. Und so weiter. So. Wie geht es weiter? Noch ähnliche Punkte? Ja? Ja, kann man nach unten gehen, ne? Jetzt haben wir hier die Entfernung 5 und hier auch die Entfernung 5 und die Entfernung 6 und die Entfernung 7, 8, 9 und so weiter und so weiter. Gibt es noch weitere Punkte? Warum kann ich nicht seitlich weg? Also warum kann ich jetzt hier nicht nur nach rechts weg? Ja? Bei dem hier zum Beispiel, ne? Oh, Mist. Hilfe. Nein, ich zurück. Ah, ist noch da. Gut. Dieser Punkt hier, ne? Wenn ich jetzt nach rechts gehen würde, dann würde ich ganz dicht an B vorbeilaufen, mich aber immer weiter von A entfernen. Das heißt, dieser Punkt hier ist nicht gleich weit weg von A und B. Das ist nämlich 3 weit weg von B und 5 von A. Okay, 5 plus 3 ergibt 8, das war ja die Gesamtlänge. Das heißt, dieser Punkt ist nicht gleich weg, genauso wie diese anderen Punkte. Die liegen alle näher bei B als bei A. Genauso diese hier liegen alle näher bei A als bei B. So, das heißt also, wir haben jetzt hier, und wenn man jetzt verbinden würde, wenn man also davon ausgeht, dass dazwischen auch überall solche Taxigeraden liegen, dann hätten wir so ein Bild. So ein geknicktes Bild. Jetzt wieder die Frage, wie könnten wir die Menge all dieser Punkte, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, nennen? Gucken wir wieder in unsere Geometrie, in unsere bekannte. Ich habe 2 Punkte. A und B. So. Wo liegen denn all die Punkte, die von A und B gleich weit weg sind? Die von A und B denselben Abstand haben. Wo liegen die denn? Ja, ich sehe schon entsprechende Handbewegungen. Wer hat eine Idee? Ja? Die Gerade, die orthogonal zur Strecke von A und B liegt, also die Strecke AB zeichne ich mal ein, ja, so in etwa, durch die Mitte der Strecke, genau. Also ich muss hier die Mitte bilden, ne? So, ungefähr hier, und dann die Gerade, also ich gehe jetzt unendlich weiter, ja, entschuldigen Sie bitte dieses etwas wackelige Zeichen, das liegt an dem Rechner hier, die Gerade, die durch die Mitte von der Strecke AB geht. Wie nennt man denn diese Gerade? Mittelsenkrechte, genau. Das heißt, was wir hier eingezeichnet haben, hier rechts, das ist die Taxi-Mittelsenkrechte. Okay? Die ist genauso wenig senkrecht, wie der Taxikreis ein Kreis ist. Aber wenn wir diese Begriffe aus unserer herkömmlichen Geometrie übertragen, dann könnte man sagen, okay, wenn ich das Abstandsmaß Taxi-Abstand habe, oder Manhattan-Abstand, dann entsteht so eine Mittelsenkrechte, eine Taxi-Mittelsenkrechte. Das ist die Menge aller Punkte, die von A und B den gleichen Abstand haben. Interessant ist jetzt, dass die Taxi-Mittelsenkrechten durchaus unterschiedlich aussehen können, je nachdem, wo A und B liegen. Gucken wir uns das mal genauer an. Also, nehmen wir mal A und C. Oder warten Sie mal. Nehmen wir nicht den, sondern nehmen wir hier. Hier liegt C. So, C ist jetzt hier wie weit von A weg? Was ist der Taxiabstand? Auch 8. Genau. So. Jetzt gucken wir mal, welche Punkte sind alle gleich weit weg von A und C? Also,
ne, diese Diagonale, die wir vorhin eingezeichnet hatten. Na. Also die Diagonale, die wir eingezeichnet hatten, ne? 2 nach rechts, 2 nach unten oder 3 nach rechts, 1 nach unten, das ist jeweils 4 weg von A und C. Und dieser hier ist auch 4 weg von A und C. Und der. So. Ne? 4 nach rechts, 4 nach unten. Oder hier 4, da 4 und so weiter. So. Und jetzt können wir auch die entsprechenden Strecken die Punkte einzeichnen, die wir vorhin gefunden hatten, weil dieser hier ist 5 weit weg von A und von C ist dieser auch 5 Einheiten weit weg. 6, 7, 8 und so weiter. So, und hier nach unten geht es genauso. So. Das ist das gleiche, oder? Nee? Wieso? Die letzten Punkte sind näher an C als an A. Der hier? Wie weit ist der von C weg? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und von A? 1, 2, auch 5. Nee. Okay. Nee, die sind auch alle gleich weit weg von A und C. Also jeder für sich genommen, ne? Sieht genauso aus, oder? Welche Fällen denn? Welche? Nach rechts? Hier? Nach links? Ah ja, 1, 2, 3, 4. Der hier, ne? Aha, komisch. Eben war es doch anders gewesen. Aber jetzt ist es auf einmal so hier, dass dieser Punkt 5 weit weg ist von A, 5 Einheiten und 5 Einheiten von B. Und dieser hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten von A und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten von B. Genauso der und der 7, 8 Einheiten. Fehlen noch welche? Die hier, ne? Ja. Das ist eine relativ symmetrische Situation natürlich, ne? Und so weiter und so weiter. Woran liegt denn das jetzt? Eben bei A und B ging es nur jeweils in eine Richtung weg. Jetzt kommen noch weitere Richtungen dazu. So komisch, oder? Weil die Taxi mittelsenkrecht in diesem Fall eine Spiegelachse ist, ich wiederhole es immer wegen der Aufzeichnung, genau. Ja, es ist sehr symmetrisch. Was macht es denn so symmetrisch, die Situation? Ja? Ja? Genau. A und C sind die Eckpunkte eines Quadrats. Während A und B die Eckpunkte eines Rechtecks waren, das kein Quadrat ist. Ja? Also hier A und C sind Eckpunkte eines Quadrats. So. Und das macht die Situation so extrem symmetrisch. Ja? Während wenn A und B in einem Rechteck liegen, das kein Quadrat ist, Eckpunkte eines Rechtecks, dann hat man so eine asymmetrische Situation, sodass man nur in eine Richtung entsprechend weggehen kann und in der anderen ist man dann näher bei dem einen Punkt als bei dem anderen. Okay, ja. Und jetzt gibt es noch weitere Situationen. Und das ist eine der Aufgaben, mit denen Sie sich auch zu Hause beschäftigen sollen. Mal schauen, welche Situationen gibt es denn noch und wie sehen diese Taxi-Mittelsenkrechten alle aus. In unserer herkömmlichen Geometrie, da sehen die Mittelsenkrechten immer gleich aus. Ne? Die sehen immer so aus. Immer eine Gerade, die senkrecht steht auf der verbindenden Strecke, und zwar in der Mitte dieser Strecke. So. Und ja, hier sieht es anders aus, je nachdem wie A und B liegen. Das heißt, hier haben wir unterschiedliche Situationen. Okay, aber all das sind Taxi-Mittelsenkrechten. Und Sie sehen, jetzt ist es extrem spannend für Mathematiker herzugehen und zu schauen, okay, ich habe mal ein anderes Abstandsmaß, Taxi-Abstand. Und jetzt nehme ich das mal her und jetzt schaue ich mir mal an, was passiert mit meiner Geometrie, wenn ich ein anderes Abstandsmaß wähle? Und auf einmal sieht ein Kreis anders aus als wie bislang und eine Mittelsenkrechte sieht anders aus als wie bislang, ja? Jetzt kann man mal gucken, wie sieht denn so eine Ellipse aus? Wie sieht denn, ne? Und all das, was letztlich auf dem Abstandsmaß definiert ist und darauf fußt, sieht dann hier irgendwie anders aus. Und das ist spannend. Und
Wir werden uns gleich damit befassen, dass man sich noch ganz andere Geometrien denken kann. Und dann kann man mal schauen, wie sieht das denn dann aus mit der Taxi, mit Mittelsenkrecht im Taxikreis und so weiter. Oder mit dem Kreis im Mittelsenkrecht. Okay, also die Ursache war, dass das jetzt hier alles anders aussieht, dass wir ein anderes Abstandsmaß haben. Und jetzt können aber Extremkritiker kommen und sagen, ist das denn ein Abstand? Oder sagen, was ist das für eine komische Frage? Ja, ist das denn ein Abstand? Mathematiker haben festgelegt, was ein Abstand ist. Und alles das, was sich Abstand nennt, muss man prüfen daraufhin, ob es tatsächlich auch all die Anforderungen erfüllt, die man so an Abstände hat. So, und um das zu prüfen, müssen wir erstmal gucken, wenn wir prüfen jetzt mal, ob der Taxiabstand überhaupt ein Abstand ist. Ja? Und um das zu prüfen, müssen wir uns überlegen, wie man den eigentlich berechnet. So, gucken wir uns mal den Taxiabstand an. Und der Taxiabstand, der wird jetzt mal abgekürzt mit dt. D für Distance, ja? Distance Taxi. So. Das habe ich Ihnen auch runtergeschrieben, wie unser Taxifahrer hieß. Dessen Name ist Hermann Minkowski. Hermann Minkowski ist deutscher Mathematiker und Physiker, der sich unter anderem mit solchen Fragen befasst hat. Ich werde nachher noch sagen, womit er sich insgesamt sonst noch befasst hat und weswegen er berühmt geworden ist. Ja? Aber ein Aspekt oder einer der Aspekte, mit denen er sich befasst hat, sind solche Abstandsmaße gewesen. So, also der Taxiabstand dt. Hier sehen wir jetzt von A und B unsere ursprüngliche Situation. Das war ja der Taxiabstand 8 gewesen. Ne? So, wie könnte man den jetzt in eine Formel packen? Wir schauen mal, ich habe das Ganze in ein Koordinatensystem eingetragen. Also wir haben hier zwei Achsen, x und y. Okay? Und jeder dieser Punkte A und B erhält dadurch auf einmal Koordinaten. Das hatten wir vorher nicht, vorher hatten wir irgendwo die Punkte liegen. Jetzt haben wir hier einen Nullpunkt, einen Ursprung des Koordinatensystems eingetragen und die Achsen entsprechend den Taxigeraden entlang gelegt, sodass wir jetzt hier sagen können, okay, jeder Punkt hat bestimmte Koordinaten. Also der Punkt A hat hier Koordinaten xa und ya und der Punkt B hat die Koordinaten xb und yb. Okay, und wenn wir es jetzt mal konkret machen, der Punkt A hat die x-Koordinate 3, 1, 2, 3, ne? xA ist 3, so. Und die y-Koordinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, schreibt man hier nur einfach daneben 6. So. Und yB hat die x-Koordinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die y-Koordinate 3, also x-Koordinate 8, y-Koordinate 3. So, wie könnten wir jetzt den Taxiabstand von A und B berechnen, wenn wir die Koordinaten kennen? Welche Möglichkeit gibt es da? Ich weiß jetzt die Koordinaten von A und B, x- und y-Koordinaten, wie kann ich den Abstand berechnen? Ja? Nochmal? xb minus xa, ich schreibe das mal hier hin, ja? xb minus xa, genau. Na, das kann man wirklich schlecht lesen hier. Ne? xb minus xa als Einwert und dann? Ja, genau. Du musst einfach jeweils die Koordinaten voneinander abziehen. Ne? So, also xb minus xa wäre hier 8 minus 3. Schreib es mal drunter. So könnte man hier rechnen. Ne? 8 minus 3. Dann kommt 5 raus. Und hier ya minus yb plus 6 minus 3. So, als hier erst die x-Koordinaten voneinander ab, dann kommt hier 5 raus. Und die y-Koordinaten voneinander abziehen, kommt 3 raus. So, wenn ich es am Ende addiere, kommt 8 raus. Das ist genau der Taxiabstand, den wir zwischen A und B hatten. Okay. Frage, warum haben Sie jetzt einmal xb minus xa gerechnet, also erstmal b von a abgezogen bezüglich der x-Koordinate und bei der y-Koordinate auf einmal a von b?
Oder B von A, ja. Ah ja, genau, ne? Wenn ich jetzt hier xa minus xb rechnen würde, dann wäre ich ja bei minus 5. Es liegt daran, wie die Punkte liegen, ne? Welchen ich von welchem abziehen muss. So. Wenn mich das jetzt nicht interessiert, ich will nicht wissen, ob a oberhalb oder unterhalb oder links oder rechts von b liegt, was könnte ich dann machen in der Formel? Betragsstriche nehmen, genau. Ne? Ich ziehe einfach immer xb von xa ab und setze Betragsstriche drumherum. Und es ist vollkommen egal, ob das dann 5 oder minus 5 ist. Ja? Es wird dann immer durch die Betragsstriche positiv. Und genau aus dem Grund berechnet man den Taxiabstand, wenn man ein Koordinatensystem hat, folgendermaßen. Ne? xa minus xb, Betragsstriche drumherum. Das wäre in unserem Fall jetzt hier 3 minus 8. Kann man da drunter schreiben. In unserem Fall wäre das hier xa ist 3 minus 8. Da kommt eigentlich was Negatives raus, ne? Aber die Betragsstriche machen es positiv. Und ya minus yb ist dann 6 minus 3 zum Betrag. Okay, hier bräuchte man den Betrag jetzt nicht, aber schadet auch nicht. So, da kommt jetzt hier 5 raus und da 3. So. Das heißt, einfach dadurch, dass wir Betragsstriche umsetzen, wird es immer positiv und damit haben wir den Taxiabstand berechnet. Egal, wo a und b liegen. Also so berechnet man dt. So, jetzt gucken wir uns mal unsere herkömmliche Geometrie an, die man auch als die euklidische bezeichnet. Und jetzt verrate ich Ihnen, wer der Mathematiker war, der ins Taxi gestiegen ist. Das war natürlich Euklid. Okay? So. So, der hat jetzt natürlich einen anderen Abstand, ne? Der hat den euklidischen Abstand. Deswegen heißt der euklidische Abstand, weil in der euklidischen Geometrie sozusagen das zugrunde liegende Abstandsmaß ist. Ja? Und den bezeichnen wir mal als DE für Euklid. So. Und jetzt wissen wir, okay, hier ist der Abstand die Länge der verbindenden Strecke. Wie muss ich das bestimmen oder berechnen? Ich zeichne Ihnen mal eine kleine Hilfe ein. Also ich habe die Koordinaten von A und B. Und ich will die Länge der blauen Strecke berechnen. Ja. Ja, genau. Es ist, was haben Sie denn da verwendet für einen Satz? Genau, Satz von Pythagoras. Also, Sie haben gesagt, okay, a-Quadrat, also wenn ich diese Strecke hier mal als a bezeichne, ja, und diese Strecke als b und diese als c, dann ist a-Quadrat plus b-Quadrat gleich c-Quadrat, beziehungsweise c ist die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Also man könnte jetzt hier sagen, okay, die Strecke c ist gleich, die Länge der Strecke c ist gleich die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. So. Und was ist jeweils a und b? Wie kann ich a und b bestimmen? Klein a, klein b? Ja? Ja, genau. Ich könnte es hier wieder sagen, den Betrag von xa minus xb, das ist klein a, und der Betrag von ya minus yb ist klein b. Genau, so. Ich kann den Betrag aber auch weglassen an der Stelle, weil ich quadriere. Ja? Also, xa minus xb könnte ich zum Quadrat nehmen und dann quadrieren. Könnte ich den Betrag nehmen und dann quadrieren, aber Betrag ist gar nicht so richtig notwendig, weil ich quadriere. Okay. So, also so könnte ich jetzt die Länge der Strecke C berechnen, xa minus xb, diese Länge a zum Quadrat, dann diese Länge b zum Quadrat wird addiert und die Wurzel draus gezogen. So berechne ich den euklidischen Abstand. So, jetzt können wir mal schauen, jetzt können wir überprüfen, ob das, was wir da gebildet haben, ein Abstand ist. So. In der Mathematik gibt es noch einen alternativen Begriff dafür, der heißt Metrik. Okay, Abstand oder Metrik spielt jetzt mal keine Rolle. Okay. Mathematiker sind gekommen und haben gesagt, also pass mal auf, bevor ihr irgendwas Metrik oder Abstand nennen dürft, muss das, was ihr da habt, bestimmten Anforderungen genügen. Und zwar beschreiben wir die Anforderungen mal folgendermaßen. Das ist jetzt sehr formal, wir brauchen es gar nicht so formal machen. Also,
Ihr habt ein Abstandsmaß oder irgendeine Funktion, von der ihr behauptet, sie sei eine Metrik oder ein Abstandsmaß. Für diese Funktion d, wir haben ja d genannt, muss Folgendes gelten. Wenn ihr zwei Punkte habt, die habe ich jetzt hier klein geschrieben, einfach weil das sehr allgemein abstrakt ist, müssen nicht unbedingt Punkte sein, okay, aber in unserem Fall sind a und b jetzt mal Punkte. Folgende Bedingungen müssen an eure Funktion, muss eure Funktion erfüllen, damit ihr sie Abstand nennen dürft. Einmal die folgende. Wenn ich zwei Punkte habe, A und B, Punkte in Anführungszeichen, okay? Wenn ich zwei Punkte habe, A und B, dann ist deren Abstand genau dann 0, wenn A gleich B ist. Also, ihr habt irgendwie zwei beliebige Punkte. Der Abstand zwischen den beiden Punkten ist dann und nur dann 0, wenn die beiden Punkte identisch sind. Okay? Es dürfen keine zwei Punkte irgendwo liegen, die nicht identisch sind und die den Abstand 0 haben. Also wenn ihr eine Funktion habt, ja, machen wir hier so eine Funktion, so eine Kiste, so eine Funktionmodell hin, ja? So, das ist euer D. Da kommen oben zwei Elemente rein. So, zwei Punkte kommen da rein und unten fällt d von a, b raus. Ja? Also ihr habt so eine Funktion, die macht Folgendes, ihr steckt zwei Punkte rein und unten kommt ein Wert raus. Dann darf dieser Wert nur dann 0 sein, wenn die beiden Punkte auch tatsächlich identisch waren. So, das ist die Bedingung Nummer 1. Die Bedingung Nummer 2 lautet, wenn ihr zwei Punkte in eure Funktion reinsteckt, dann muss das Gleiche rauskommen, als wenn ihr sie andersrum reinstecken würdet. Also, der Abstand vom Punkt A und B, der muss immer identisch sein mit dem Abstand von B und A. Bildlich gesprochen, es ist wurscht, ob man von A nach B läuft oder von B nach A, die Weglänge ist immer die gleiche. Ja? Das nennt man auch Symmetrie. Ja? Die Situation ist symmetrisch, ob ich von A nach B laufe oder von B nach A, darf keine Rolle spielen. So. Und die dritte Bedingung ist, wenn ihr in eure Funktion zwei Punkte reinsteckt, A und B, das, was da rauskommt, ist immer kleiner gleich als ein Weg über einen dritten Punkt C. Also wenn ich erst von A nach C laufen würde und dann von C nach B. Ja? Also wenn ich zwei Punkte habe, A und B. A und B. Oh, na, nein. Zurück. Wenn ich zwei Punkte habe, A und B, so, dann ist der Abstand der beiden Punkte, also der Wert, der rauskommt, wenn ich die beiden Punkte hier in D reinstecke, immer kleiner gleich, als wenn ich über einen dritten Punkt C laufen würde. Ne? Also der Abstand dieser beiden Punkte hier ist kleiner gleich als der Abstand hier über einen anderen Punkt C. Ja, wenn der Punkt C jetzt außerhalb dieser Strecke liegt, wenn ich den Punkt C hier nehme, dann ist der Weg hier rüber echt größer als der direkte Weg. Wenn ich den dritten Punkt C aber hier drauflegen würde, ja, dann wäre der Weg gleich lang von A nach B. Wenn ich von A nach B laufe oder wenn ich von A nach C laufe und dann von C nach B, das spielt dann keine Rolle. Also in diesem Fall wäre der Weg über C gleich lang, in diesem Fall wäre aber länger. Das heißt, wenn ich über einen anderen Punkt C laufe, dann ist der Weg immer gleich lang oder länger. Niemals kürzer. Das ist die entscheidende Aussage. Weiß jemand, wie diese Ungleichung hier unten heißt? Die hat einen berühmten Namen. Genau. Dreiecksungleichung. Das ist die Dreiecksungleichung. Ja? Deswegen, die Dreiecksungleichung besagt, die Länge einer Seite am Dreieck ist immer kürzer als die Summe der beiden Längen der anderen Seiten. Okay, kleiner gleich letztlich, ne, weil dieser Punkt eben auch auf der Strecke selbst liegen kann. Okay, das heißt, wenn ihr eine Funktion habt, von der ihr behauptet, sie sei ein Abstandsmaß oder eine Metrik, dann muss gelten, dass der Abstand zweier Punkte genau dann 0 ist, wenn die beiden Punkte aufeinander liegen. Es ist wurscht, ob ich von A nach B laufe oder von B nach A. Und die Dreiecksungleichung muss gelten. Also ein Umweg über einen dritten Punkt C, also der Weg über einen dritten Punkt C ist
allerhöchstens gleich lang, aber in der Regel größer, als wenn ich den direkten Weg nehme. So. Jetzt kann man überlegen, ist jetzt unser Abstandsmaß dt eine Metrik? Wir prüfen jetzt mal nur die ersten beiden Bedingungen, weil die letzte ist ein bisschen komplizierter. Also, wann ist denn das hier oben 0? Wann kommt hier oben 0 raus? Wenn man mal nur die Gleichung ansieht, diese Gleichung, wann wird die 0? Ja? Ja? Genau. Diese Gleichung hier oben kann nur 0 werden, wenn ich 0 plus 0 rechne. Ja? Die können nicht negativ werden. Links und rechts neben dem Additionszeichen stehen Beträge. Das heißt, es ist auf jeden Fall größer gleich 0. So, das heißt, die Gesamtsumme kann nur dann 0 werden, wenn beide Summanden 0 sind. Und beide Summanden sind dann 0, wenn xa gleich xb ist und ya gleich yb. Also wenn die beiden Punkte aufeinander liegen. So. Jetzt intuitiv gesprochen, wenn man es formal, müsste man es eigentlich noch aufschreiben, aber intuitiv gesprochen wird die Gleichung genau dann 0, wenn a gleich b ist. Ne? So. Wie sieht's aus? Ist es wurscht, ob ich d von ab berechne oder d von ba? Warum ist das egal? Ja? Kommutativgesetz, okay. Das Kommutativgesetz gilt jetzt leider nicht bei der Subtraktion. Aber wir haben uns die Situation vereinfacht, also warum können wir es in dem Fall doch gelten lassen? Wegen den Betragsstrichen, genau. Ne? Wir haben hier Betragsstriche drum, es ist völlig egal, ob ich den xa von xb abziehe oder umgedreht. Mal kommt 5 raus, mal minus 5 oder so. Und wenn ich Betragsstriche mache, wird beides positiv. Der Abstand zwischen den beiden Punkten oder zwischen den beiden Koordinaten ist ja immer gleich groß vom Betrag her. Okay, das heißt, das gilt auch und die dritte Gleichung oder die dritte Ungleichung da unten, die kann man auch überprüfen, Dreiecksungleichung gilt auch. Ja? Das heißt, diese Funktion hier, die wir hier ganz formal hingeschrieben haben, die erfüllt alle Bedingungen an eine Metrik und deswegen darf man sie auch Abstand nennen. So. Genauso der euklidische Abstand oder diese Funktion DE, die wir oben hingeschrieben haben, ne? Wann wird die 0? Na, wir haben hier auch wieder eine Summe und hier links und rechts stehen zwei positive Summanden und die werden nur dann 0, wenn xa gleich xb ist und ya gleich yb. Selbe Situation. Und es ist egal, ob ich xa von xb abziehe oder umgedreht, weil ich quadriere. Und die Dreiecksungleichung gilt auch. Ja? Also auch DE darf man Metrik nennen. Und jetzt kann man auf folgende grandiose Idee kommen. Die Dinge sehen sich ähnlich. Jetzt sehe ich hier, der Taxiabstand sieht so aus und der euklidische Abstand sieht so aus. Ich habe das jetzt mal ein bisschen anders hingeschrieben. Ich habe jetzt die Betragsstriche wieder eingeführt. Okay, wir haben ja vorhin gesagt, es ist egal, ob ich Betragsstriche nehme oder nicht. Also kann ich es auch hinschreiben. Ich quartiere, das hier ist a Quadrat von eben und das hier ist b Quadrat, das addiere ich und ziehe die Wurzel. Und die Wurzel ziehen ist identisch mit hoch 1/2. Die zweite oder die Quadratwurzel ziehen, ist das gleiche wie hoch 1/2 zu nehmen. So, jetzt kann ich mir überlegen, okay, was passiert denn mit folgender Gleichung? Ich nenne die jetzt mal D3 von A und B. Ich könnte auch mal Folgendes machen. Ich mache das gleiche wie eben. Ich sage xa minus xb. Hoppala. Nein. xa minus xb. Hoch 3 plus, minus, nicht mal, so, ya minus yb zum Betrag hoch 3 und das Ganze dann, da ziehe ich die dritte Wurzel draus oder hoch ein Drittel. Ja? Ich nehme xa minus xb hoch 3, also vom Betrag her hoch 3, dann ya minus yb Betrag hoch 3 und dann hoch ein Drittel. Ja, ich habe hier einfach geschaut, hier oben habe ich xa minus xb hoch 1 plus ya minus yb hoch 1 und dann ziehe ich
die erste Wurzel draus, hoch 1, hoch 1 durch 1, ja, spielt keine Rolle, ist keine Wurzel, sondern ich habe hier hoch 1 durch 1 stehen, kann ich auch weglassen. Hier habe ich auf einmal Betragsstriche mit hoch 2 stehen und ich ziehe die zweite Wurzel. Und ich könnte mal einfach eine Funktion erfinden und sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier hoch 3 nehme und die dritte Wurzel ziehe? Oder wenn ich hoch 4 nehme und die vierte Wurzel ziehe? Oder wenn ich hoch 5 nehme und die fünfte Wurzel ziehe? Und genauso, wenn ich xa minus xb zum Quadrat nehme hoch k plus ya minus yb hoch k und die k-te Wurzel ziehe aus dem Ganzen. Das als dk bezeichne. Wir haben gerade geprüft, das hier ist ein Abstandsmaß, eine Metrik, das ist eine Metrik. Jetzt kann man sich überlegen, ist das hier auch eine Metrik? Erfüllt das hier auch die drei Bedingungen an der Metrik? Und mit der hoch 4 erfüllt das eine Bedingung an der Metrik? Und hier hoch k erfüllt das eine Bedingung an der Metrik? Man kann tatsächlich zeigen, dass all diese Funktionen, das sind unendlich viele Funktionen, die alle dieselbe Struktur haben, hoch k, also man nimmt die Abstände der jeweiligen Koordinaten, hoch k und zieht dann am Ende die k-te Wurzel über die Summe, dass das tatsächlich alle Anforderungen an eine Metrik erfüllt. Und deswegen sagt man zu all diesen Funktionen oder zu der Menge dieser Funktionen Minkowski-Metriken. Das heißt, all diese Funktionen erfüllen die Anforderungen an eine Metrik. Und jetzt kann man folgende Idee haben. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich D3 als Abstandsmaß nehme? Wie sieht denn dann ein Kreis aus? Wenn das mein Abstandsmaß ist, ich nehme die Differenzen der Koordinaten jeweils, die Koordinatenabstände hoch 3 und ziehe die dritte Wurzel. Wie sieht dann ein Kreis aus? Oder wie sieht denn dann überhaupt eine Mittelsenkrechte aus? Oder wenn ich das Ganze mache mit 15, xa minus xb hoch 15, ya minus yb hoch 15, addiere das Ganze die 15. Wurzel. Wie sieht denn dann ein Kreis aus? Wenn das mein Abstandsmaß ist, wie sieht die Menge aller Punkte aus, die von einem gegebenen Punkt denselben Abstand haben, denselben Abstand d15? So, das kann man sich im Kopf nicht ausmalen. Ne? Man merkt aber, dass man hier auf einmal in Gegenden kommt, in denen man mit irgendwelchen Abstandsmaßen agieren kann und relativ abstrakten, wenn Sie so wollen, Geometrien. Und Minkowski war einer, der sich in solchen mehrdimensionalen Geschichten rumgetrieben hat und das war einer derjenigen, der Raumzeit, also das vierdimensionale Konstrukt der Raumzeit entwickelt hat. Er hat gesagt, eigentlich könnte man die Zeit als vierte Dimension nehmen und das Ganze sozusagen hat er in die Relativitätstheorie eingebracht. Also er hat mit unterschiedlichen Dimensionen hantiert und Sie können sich vorstellen, dass das für Mathematiker extrem spannend ist, dann mal zu gucken, hier bei diesen ganzen Abständen zum Beispiel, was passiert denn dann mit unseren herkömmlichen Begriffen der Geometrie, wenn wir so ein anderes Abstandsmaß nehmen. Okay, das war nur so ein kleiner Exkurs in die Welt der Metriken. Am Schluss noch ein Hinweis, was das Ganze auch mathematikdidaktisch für eine Bedeutung hat. Letztlich geht in den beiden Köpfen der Person Unterschiedliches vor. Er hier, Euklid, hat als Abstandsmaß den euklidischen Abstand im Kopf. Während Minkowski als Taxifahrer, und kommt auf 12 Euro als Ergebnis, ne? Während Minkowski als Taxifahrer den Taxiabstand im Kopf hatte und auf ein anderes Ergebnis kommt. Wir haben dieselbe Situation in der Welt. Da sitzen zwei Menschen im Taxi und wollen ein Ergebnis berechnen, nämlich den Preis der Taxifahrt. Und beide kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wie kann das eigentlich sein? Und oft hat man das in der Welt, wenn man Mathematik treibt, dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber die gar nicht falsch gerechnet haben. Keiner von denen hat falsch gerechnet. Sie hatten aber unterschiedliche Modelle im Kopf, die sie der Berechnung zugrunde gelegt haben. Und das verweist auf einen mathematikdidaktischen Aspekt, der in der Schule auch immer wieder eine wichtige Rolle spielt, immer mehr. Das ist der mathematischen Modellbildung.
Und zwar kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Machen wir es mal an Euklid. Ja? Wie funktioniert so eine mathematische Modellierung? Also, wir haben eine Realsituation. Wir befinden uns im Taxi. Ja? Und wir wollen jetzt berechnen, wie viel kostet die Taxifahrt. Der erste Schritt, den man bei der Modellbildung macht, ist, man überführt die Realsituation in ein realen Modell. Man nimmt mal nur die wesentlichen Dinge aus der Realsituation raus, von denen man sagt, die sind jetzt für die Berechnung wichtig. Okay? Also hier beispielsweise, wo liegen die Punkte A und B? Nicht so wichtig ist, ob es gerade regnet oder nicht, ob ich heute gut geschlafen habe, ob ich was gegessen habe, ob ich gerade telefoniert habe oder so. Das sind all die Dinge, die in der Welt passiert sind, die aber keine Rolle spielen. Das heißt, ich übertrage in mein Realmodell nur diejenigen Aspekte der Realität, die für meine Berechnung wichtig zu sein scheinen. Und dann verlasse ich die Realität und gehe in die Welt der Mathematik und bilde mein mathematisches Modell der Realsituation. Und in diesem Fall ist mein mathematisches Modell gerade der euklidische Abstand. Jetzt bin ich innerhalb der Mathematik. Ich habe mein mathematisches Modell und jetzt kann ich in diesem mathematischen Modell rechnen und komme zu meinem mathematischen Ergebnis. Das lautet 12 Euro, wenn ich in diesem Modell rechne. Ja? Und jetzt ist der letzte Schritt der mathematischen Modellbildung die Rückübertragung dieses mathematischen Ergebnisses in die Realität. Also ich zücke die 12 Euro aus meinem Portemonnaie raus. Ja? Also ich habe 12 Euro berechnet, also muss das ja der Preis sein. Und dann in einem nächsten Schritt validiere ich dieses Ergebnis an der Realsituation. In diesem Fall wäre meine Validierung, ich gebe mein Geld dem Taxifahrer und schaue, ob der damit zufrieden ist oder nicht. Ja? So, jetzt habe ich hier einmal den Modellierungskreislauf durchlaufen und stelle letztlich fest, dass mein Ergebnis gar nicht stimmt. Aber woran liegt es, dass mein Ergebnis gar nicht stimmt? Es liegt nicht daran, dass ich hier oben falsch gerechnet habe, sondern es liegt daran, dass ich ein Modell gebildet habe, das nicht die Realität so abbildet, wie es wünschenswert wäre. Das heißt, ich muss nochmal in diesen Kreislauf reingehen unter Umständen, wenn ich feststelle, mein Ergebnis stimmt gar nicht, und nochmal überlegen, ob ich nicht was am Realmodell ändere oder am mathematischen Modell. So. Und genau das macht Minkowski, ne? Hier. Der hat ein anderes Realmodell. Der nimmt nämlich nicht nur die beiden Punkte, sondern nimmt noch den Straßenverlauf mit hinzu. Als Raster, als Straßenabbild. So. Dann geht er hier rüber ins mathematische Modell und ein besseres Abstandsmaß, das die Realität besser abbildet, ist der Taxiabstand. Jetzt kommt er hier oben durch Berechnung zu einem anderen Ergebnis, das aber der Realität eher entspricht. Okay, das heißt, in der mathematischen Modellierung kann man, je nachdem, welches Modell man bildet, zu unterschiedlichen mathematischen Ergebnissen kommen, die rückgespiegelt in die Welt dann unterschiedliche Bedeutungen haben, wenn man sie an der Realität überprüft oder validiert. Okay, und das hat natürlich eine ganz große Bedeutung für Unterricht, wenn man in der Schule mit Schülern gemeinsam in realweltlichen Kontexten Mathematik treibt. Ist es von Bedeutung, mit Schülern genau diese Aspekte rauszuarbeiten. Also, dass man jetzt unterschiedliche Aspekte der Realität für bedeutsam hält, das zu unterschiedlichen mathematischen Modellen führt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und dann kann man letztlich nicht sagen, du hast falsch gerechnet, sondern man muss sich über seine Modelle unterhalten. Was hast du denn als Grundannahme genommen? Was ist denn deine Annahme? Was ist deine Voraussetzung? Warum hast du das mit in dein Modell hineingenommen? Warum hast du das nicht mit in dein Modell reingenommen? Ja. Es gibt letztlich keine falschen oder richtigen Modelle, es gibt nur mehr oder weniger nützliche. Und das ist ein Aspekt, den man auch in der Schule dann im Kontext von mathematischer Modellbildung herausarbeiten kann.